riechen, dass es knistert. Es sei denn, ich bin ein Synästhet, was leider nicht mehr so hip ist. Früher war Synästhesie, als ich noch in der Schule war, waren Synästhesie total hip. Heute ist es, glaube ich, eher hip, Savant zu sein. Oder wünschen sich nicht alle in Kreuzberg bei Köln und im künstlerischen Zusammenhang, dass sie Savants sind? Ich glaube, das ist ganz häufig. Bei uns hat man sich, früher hat man sich gewünscht, dass man Synästhet ist. Und ein Freund von mir, das auch immer behauptet, der hat immer der hat mal einen Artikel gelesen, da hat sich jemand als Malerei die Lösung der Geschichtsaufgaben, also das Thema der Geschichtsaufgaben, vorne an die Tafel gestellt. Er hat gesagt, ich komme aus dem Kunstunterricht, der hat sich das vorne hingestellt, und das war sein Spickzettel, aber weil er Synästhet war, hat es keiner kapiert. Und ich habe einen Freund, der hat es auch so gemacht, und hat immer dann sitzen geblieben. Ja, heute total erfolgreich Medizin studiert. Gibt's noch einen Wein? Bevor ich mir noch ein bisschen was reinschütte, kommen wir zu Text Nummer 8. Dieses wird der letzte Text dieses Abends sein. Und dann sammeln wir ein, stimmen ab, lassen es uns gut gehen. Für verschiedene Menschen können auch hier anstoßen, sehr gerne. Also eigentlich alle, wir sind alle herzlich eingeladen. Jeder, der eine Postkarte gekauft hat, darf die anderen. Wie viele Postkarten haben wir denn geschafft? 8. Geil, wie gesagt, ich lasse noch 1000 drucken. Pass auf, es wird ganz, ganz groß. Ich habe morgen in Lichtenberg in der Buchhandlung einen Termin. Wenn ihr noch 20 kauft, weiß ich auch nicht. Text Nummer 8 heißt Expectations, Laktose. Als ich das letzte Mal am Ufer saß, rannen meine Worte trostlos aus dem Munde. Sie tropften ab ins Wasser, quellten dynamisch vom Kern aus heraus, spärlich heraus sprudelnd bis an die Oberfläche. Eben waren sie noch am Grund. Dann wurde daraus spritziges Getöse und dann quoll aus meinem Mund nur Laktose. Das war ein Scherz, betrogen. Nur quoll statt Worten überall, ich spreche einfach nur Laktose. Und es spülte Milchzucker in einen hohen, breiten Bogen herab auf denjenigen ins Gesicht, dessen Peitschwind saß wie Salz und dessen Augen brannten wegen Schmalz und Wasser. Drogen, Wasser, Sorgen, ließ Sahne, Schmalz und Zucker toben. Du hast Kristall da an der Hose. Und der Windhauch blies wortlos die kristalline Trübnis am Märchensänger vorbei. Aber trotzdem rieselte am Ufer stets ein simpler Schmalzmilchklang sprudelnder Laktose. Dieses war Text Nummer 8. Ich hoffe, ich habe am Anfang nicht zu viel gesprochen, wenn ich gesagt habe, es war wirklich ein ganz breites Feld.